Ich bin stumm? Ist das ein Monitor? Merkwürdig. Geht's dir gut? Du bist irgendwie noch stiller als sonst. Was? Passiert was, wenn ich rausgehen will? Ich denke, du solltest dir den Spiegel weiter anschauen. Vielleicht kannst du ihn von anderen Seiten untersuchen? Habe ich doch gerade machen wollen von links. Dann vielleicht von rechts. Verdammt. An manchen Stellen kommst du durch, bei anderen nicht. Das ist also ein Spiegel, aber warum sehe ich dann da nicht viel, was irgendwie darauf hindeutet, dass das ein Spiegel ist? Ist hier vielleicht irgendwo ein Knopf? Soll ich dagegen rennen? Nö. Oh, plötzlich passiert was? Sieh dich an. Was gibt dir das Recht, hierher zu kommen und mich zu kontrollieren? Ich wünschte, du würdest einfach gehen. Du widerst mich an. Dieser Holzkäfig. Es war nicht immer so gewesen. Ich teilte mich in Stücke, um jeden zu beschützen. Sobald du gehst, muss ich mich um alles kümmern. Ich hasse dich dafür. Ich wünschte, du könntest einfach aufhören. Ich will, dass du gehst. Ich will nicht mehr mit dir reden. Es ist der Spiegel der Wahrheit. Red Encounter. Okay. Hasse ich mich selber für irgendeine Sache? Toll, er sagt immer noch, dass er Wache von Schloss ist. Ja, das ist tolle Arbeit. Super Job. Gut gemacht, kleine Puppe. Du bist einen Schritt weiter, uns zu helfen. Du wirst ein andermal zurückkehren. Du wirst die Bestie töten und ein Gang wird sich öffnen. Das Ende kommt näher. Du kannst jetzt gehen. What? Hä? Oh. Oh, ich bin hier? Hm. Okay, dann haben wir also eine Tür. Genauer gesagt, zwei Türen weniger. Ich kann aber das Teil da rein tun, okay. Ah, nee, doch nicht. Okay, ich brauche wohl alle Teile, damit die da drin wohl bleiben. Na gut. Na gut. Geht's da irgendwo hin? Nö. Ich geh mal dahin. Gucken, was da ist. Power. Oh, hey, Schlick.
Steht da wirklich Love oder ist das eine 2 ganz am Anfang? Wow, schaut euch die Rennfahrer an. Eines Tages hoffe ich zu gewinnen. Mein Bruder mag Fantasy-Spiele mehr. Okay. So sehr ich meinen Bruder liebe, er kann manchmal etwas schwierig sein. Es ist schön, immer mal etwas Zeit für sich zu haben. Sich etwas Zeit geben, einander ein wenig zu vermissen. Verstehe mich aber nicht falsch. Ich würde alles für ihn machen. Okay, selber Text. Auf dem Schild steht, drücke dieselbe Richtungstaste 2-mal, um zu rennen. Hey, meine Augen sind hier oben, Freundchen. Sorry. Dein Text war halt so anziehend und aufmerksamkeitserregend. Kann ich was dafür, dass das alles in Großbuchstaben steht? Sie sind halt groß. Oh? War das der eine komische Typ? Warum kann ich hier nicht lang? Ach so, ich soll sprinten, richtig? Ah, okay. Noch eine verlorene Seele. Warum ich? Keine Ahnung. Immer noch 28 Seelen. Verändert sich der Zähler da oder eher nicht so? Warum sollte man neue Fähigkeiten erlernen? Dir wird nur langweilig und du wirst mit der Zeit alles vergessen. Autofahren zum Beispiel. Was hat man überhaupt davon? Ich schätze mal, dass ich letztendlich aufhören sollte, über die Zukunft nachzudenken. Ich sollte genießen, was ich bereits habe und nicht, was vor mir liegt. Ich muss mein Leben so behandeln, als würde ich durch eine Höhle voller Edelsteine gehen und versuchen, so viele wie möglich zu sammeln. Denn was bringt einem das sonst? Boah. Ah, selber Text. Kann trotzdem eigentlich aber nicht schaden, Neues zu erlernen. Jetzt heißt er Cassius. Okay. Hiho, willkommen. Ich bin Cassius. Komm und lauf durch meinen bescheidenen Hindernisparcours. Es ist nicht viel, aber wenigstens ist es etwas. Hey. Ich werde dich mit etwas Leckerem belohnen, wenn du den Rekord brichst. Willst du meinen Hindernisparcours bewältigen? Von mir aus. Aufregend! Denk daran, dich vorher zu dehnen. Okay. Mach dich bereit. Ich jogge einfach mal durch die Gegend. Ich hoffe, man hat daran gedacht, mir genügend Zeit zu geben. Scheinbar habe ich wohl den Rekord geschlagen. Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Rekord geschlagen! Wo war der denn? Du hältst deine Auszeichnung außerhalb vom Parcours! Hiho, gut gemacht! Deine Belohnung ist ein ausgemachter, leckerer Kuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob du ihn verdauen kannst, da du ja aus Holz bist. Aber vielleicht kannst du ihn einem Freund geben? Thanks? Du hast einen Kuchen aufgehoben. Vom Boden. Mit extra Aroma, ne? Oder Textur? Knirscht ein bisschen. Hey da, roter Reiter. Kannst du das Benzin riechen? Kannst du den Nervenkitzel spüren? Freust du dich schon? Möchtest du am Rennen teilnehmen?
Wie aufregend! Lass uns dein Kart holen! Bin ich jetzt hier Mario Kart 64 oder was? Micro Machines. Willkommen an alle Rennfahrer! Warum zum Geier bin ich am Arsch der Welt? Was ist das denn bitte? Heute Nacht und alle anderen Nächte werden wir bis zum Ende der Zeit Rennen fahren. Und warum habe ich eine Startposition, die irgendwo am Arsch der Welt ist? Warum bin ich auf Position 422.000? Oh Gott. Okay. Ich bin an 20. Position. Ja, dann glaube ich hier irgendwie nicht. Ich krieg die Kurve nicht. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen vom Gas gehen. Sind das Power-Ups oder sind das Hindernisse? Ich gehe mal eher davon aus, dass das Hindernisse sind. Weil es scheint ja, dass ich doch ziemlich zügig durch die Gegend fahre. Oh, ja, ist ein Hindernis. Ist wie eine Banane. Wie lang geht eigentlich so eine Runde? Oh. Da habe ich schon die Antwort bekommen. Ungefähr eine Minute. Es fährt mir zu schnell, weil... Pff, ist eine Lotte. Hier ist keiner, der mir mein Fahrverhalten kritisiert. Von daher... Mach Platz da. Steigt in Windeseile auf, ja? Und kracht gleich gegen die nächste Wand oder so. Ah ja, klar. Pff, krass abgebremst hier. Ciao. Das war knapp. Pass du lieber auf, wo du hinfährst. Der schummelt? Ja. Du, ich bin auf Position 422.000 gewesen. Ich glaube, der Veranstalter von diesem Rennen hat schon geschummelt. In dem Moment, als er mich da irgendwo am Arsch der Welt hinstellte. Ist der wirklich so weit weg? Nee, da kommt er gerade. Ach klar. Wirft er mal eben seine Pfandflaschen in der Gegend herum. Kann ich den noch? Nein. Ich kann den nicht mehr einholen. Ich schätze mal, dass ich das aber gewinnen muss, richtig? Wait, what? Warum kann ich immer noch... Ah, okay. Gut gefahren. Wenn du weiter übst, könntest du eines Tages den ersten Platz erreichen. Yeah, ich muss scheinbar nochmal. Selbst die Laterne ist hier. Selbst die Laterne fährt mit.
fehlt nur noch, dass hier irgendwie Musik von Dingensbums laufen würde. Initial D. Aber scheinbar kann man die Musik nicht mehr auf Twitch laufen lassen wegen DMCA. Ich schätze mal, du musst wohl von Anfang an relativ gut durch die Gegend fahren, damit du genügend Zeit hast, keine Ahnung, wie der Typ nochmal hieß, Vic oder so ähnlich einzuholen. Und ein bisschen Luft nach oben zu haben vor allen Dingen. Sagt er gerade was anderes als beim letzten Mal? Ich guck nach oben auf den Text, ich Idiot. Sollte die auch lieber auf der Straße haben? Oh no! Kann mich jemand anschieben? Na. Jetzt sagt er nix. Wow. Six heißt der, okay. Hoffentlich hat er nichts anderes auf dem Kasten. Außer seine Pfandflaschen zu. Oh, what? Wo hat er den Booster auf einmal her? Mac da! Ich ramm dich vor der Bar an. Ich glaube, die Ziellinie müsste gleich kommen. Ja, da ist sie ja schon. Der ist hier auch schon. Jetzt kann ja Six noch eine Pfandflasche mir entgegenwerfen. Ich werde abgebremst. Ha? Six, wo bist du? Ich glaube, der kommt wohl nicht mehr. Na gut, dann packe ich einfach mal hier. Herzlichen Glückwunsch zur Platzierung auf dem ersten Platz. Hier ist deine Trophäe. Einfach mal eben dahingestellt, okay. Du hast deine Trophäe aufgehoben. Und mehr nicht? Ein großer metallener Pokal, auf dessen Vorderseite die Nummer 1 eingraviert ist. Ein Plastikkuchen. Sieht lecker aus, scheint aber nichts Essbares zu sein. Der hat mir einen Plastikkuchen gegeben. Wo ist der denn selber gemacht? Selber gemacht mit dem 3D-Drucker, wa? Ah, okay. Jetzt könnte ich nochmal fahren, wenn ich möchte. Nö, lass mal. Lass uns zurück zum kosmischen Zentrum gehen. Kosmischen Zentrum? Ah, wahrscheinlich da, wo die ganzen Türen sind, wa? Ich find's nett, dass der Gnom da oben so ein bisschen sagt, was ich als nächstes machen kann. So, dass man da nicht komplett auf dem Schlauch steht. Was ist mit dem Typen hier? Nur VIP erlaubt. Oh, muss nicht essen. Ich kenne den Geschmack. Danke! Wie heißt er nochmal? Vic? Vix? Keine Ahnung. Danke für dein VIP-Ticket. Ein Kino? Warum brauche ich dafür ein VIP-Ticket? Hallo, Rot. Ich gehe hier manchmal hin, um mich zu entspannen. Ich kann meinen Gedanken freien Lauf lassen und alles vergessen.
Entschuldigung. Oh. Ist das das Einzige, was hier in diesem Kino läuft? Angriff des weißen Rauschens. Jetzt in 4K und HD. Wobei HD ist ja schon... 4K ist ja schon mehr oder weniger HD. Gleich kommt mein Lieblingsmoment. Wow, das war cool. Toll, dass ich das mit dir teilen durfte, Fremder. What? What? Huh? Was ist kaputt? Sag mal, haben die Leute hier keine Augen im Kopf oder was ist mit den schief am Laufen? Okay, das sagt dasselbe noch einmal. Warum geht's hier so weit nach draußen? Warum wird's hier unten dunkel? Kennst du das? Du musst niesen und kurz bevor der Moment kommt, wo das dann passiert, sagt der Körper, ha, verarscht! Oh, ist das nervig. Blöde Nase. Oh, sowas ist echt nervig. Kann ich da unten? Nee, kann ich nicht hin. Kann ich hier unten? Nein, kann ich auch nicht. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Jungs. Kann sein. Warum ist hier ein roter Strich? Ha. Naja. Dann mal raus da. Wait, what? Warte. Das ist nicht dieselbe Tür, durch die wir gekommen sind. Toll, jetzt bin ich irgendwo im Dschungel. Das war ein ziemlicher Sturz. Was ist denn das? Ein Auge? Du hast einen glänzenden Stein aufgehoben. Ein runder Edelstein, der leicht hypnotisch wirkt. Das ist ein Opal. Sieht aus wie ein Auge. Wahrscheinlich ein Glasauge, wa? Kann ich eigentlich die Dinger benutzen? Ich kann zwar interagieren damit, aber das war's eigentlich auch schon. Da ist eine Tür. Ist das dieser komische Würfel aus Fortnite? Ich habe zwar Fortnite nur mal ganz kurz gespielt, aber habe sehr schnell keinen Bock mehr drauf gehabt. Du hast mein Auge gefunden. Bitte gib es mir. Nö. Hast du denn kein Herz? Nö. Ja, hier kannst du haben. Ja, ich bin endlich wiederhergestellt. Dann hätte ich das Ding doch lieber einfach irgendwo verscherbelt. Oh. Ich kann's nicht glauben, dass ausgerechnet du mich gerettet hast. Was soll das denn heißen? Bist du auch hier, kleine Knollennase?
Und hilfst dem Feind? Was? Dem Feind? Goldschwein ist der Feind. Weil... Oh! Ich hab, glaube ich, den Witz verpasst. Ich war vielleicht lange im Wald verloren. Aber du bist der, der hier wirklich verloren ist. Naja. Ich bin nicht ohne Ehre, dass du mir geholfen hast. Ich schulde dir etwas. Nun, da ich mein Auge habe, kann ich auch wieder zaubern. Es scheint, als würde dir ein Arm fehlen. Vielleicht kann ich helfen, indem ich diesen riesigen Felsen aus dem Weg räume. Sollten wir ihn irgendwohin teleportieren? Ihn zerstören? Warum verwandeln wir ihn nicht einfach? Das ist ein Rohr. Wie entzückend. Dieser Magier hat den riesigen Fels in einen Blumentopf verwandelt? Ich habe immer noch den Witz verpasst. Damit ist meine Schuld wohl beglichen. Ich bin dir immer noch dankbar, Rot. Ich werde mich an diesen Moment erinnern. Warum stehst du da noch hier? Ah, okay. Ich mag das Design irgendwie von dem. Ich habe den Weg frei gemacht. Du kannst ruhig gehen. Okay. Ich gehe aber nach da oben hin. Vielleicht ist dann... Nee, da ist nichts. Okay, dann, na gut. Kann ich den mitnehmen? Du hast einen Topf gefunden. Okay. Der wird noch früher oder später Probleme machen. Hey, warte mal. Nun, da ich meine Schuld beglichen habe, bist du immer noch der Feind. Dich in so einem schwachen Zustand zu sehen, es wäre bedauerlich, wenn ich nicht die Gelegenheit ein wenig ausnutze. War klar. Nicht, dass das ein anderes Design ist für die Wand. Au, wow. Das macht aber nicht gerade wenig Damage. Sonst hast du wohl nichts auf dem Kasten, wa? Oh, jetzt ist er wieder auf dem Boden am Liegen. Wieso, fehlt sein Auge wieder? Es scheint, als wärst du auch ohne deinen Arm noch stark. Aber weißt du, mir ist das alles egal. Ich will einfach eine schöne Zeit haben. Und dank dir kann ich das nun. Ich werde nicht vergessen, dass du mir geholfen hast. Ich werde dich nicht mehr stören. Es sei denn, du störst mich. Viel Spaß im Pilzwald. Ich habe es schon lange genug hier ausgehalten, ohne verrückt zu werden. Da fällt mir ein, ich bin extrem spät dran zu einem Termin. Man sieht sich. Okay, bye. Sind wir im Pilzwald? Irgendwas war mit diesem Ort. Aber ich kann mich nicht erinnern. Jetzt hat er nicht nur seine Beine verloren, sondern auch die Erinnerung an diesen Ort, oder was?